Und wir haben die falsche Party. Ich hätte doch nochmal umbauen sollen, ich Idiot. Ach, ja. Jetzt waren wir natürlich draußen, jetzt müssen wir alle nochmal bekämpfen. Das war natürlich höchst uncool. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach nochmal den alten Spielstand laden soll. Aber, ach komm, drauf geschissen. Machen wir das halt so nochmal schnell. Ist halt ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier nicht einfach direkt raus können. Das ärgert mich so ein bisschen. Aber, da kann man jetzt halt nichts machen. Da müssen wir jetzt irgendwie mit leben. Ich habe jetzt halt auch keine großartige Lust, die ganzen Erfahrungspunkte und alles, was wir jetzt so unterwegs gekriegt haben, wieder zu verlieren. Toll. Vielleicht können wir uns ja an ein paar von denen vorbeischleichen. Wir sind hier ziemliche Umwege gelatscht. Aber ich glaube da im Moment noch ein bisschen weniger dran. Ich denke eher, wenn wir jetzt versuchen, das Ganze abzukürzen irgendwie, werden wir noch mehr Umwege laufen als ohnehin schon. So, tot ist er. Mal gucken, wenn wir jetzt hier unten lang gehen, landen wir direkt im nächsten Kampf. Toll. Aber an die erinnere ich mich noch, wenn wir jetzt noch ein Stück weiter nach unten rechts gehen, müssen wir eigentlich, glaube ich, zum Ausgang kommen. Wenn ich jetzt nicht komme. Toll, den wollte ich eigentlich vorher noch tot machen. So. Tja, wir hätten an dieser Stelle den Logo in unsere Party nehmen sollen. Aber macht jetzt erstmal nichts. Ist halt auch ein bisschen blöd, dass wir das Ganze jetzt erst jetzt erfahren. Also im Walkthrough hat gestanden, man soll den in die Party nehmen. Das hat nicht drin gestanden. Warum? Weil es ging ja auch alles ganz gut ohne den. Und soweit dann vorwärts zu denken, ist ein bisschen, ja, nicht so prickelnd. Nicht so wirklich prickelnd. Aber wie dem auch sei, wir hauen die jetzt hier erstmal um und gucken dann mal, dass wir die... Oh, die LED sieht wieder ganz böse aus hier. Toll. Ich glaube, da spendiert der Grub gleich mal noch ein, eine Wurzel. So, okay, ja, wie gesagt, also, das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt hier die Storyline ein bisschen, also wo ich das Ganze jetzt ein bisschen schwach umgesetzt finde, weil man unglaublich lange Wege hat da drin und die Kämpfe auch unglaublich lange dauern. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg hier wieder zurücklatschen, weil ich da vorhin in das neue Gebiet reingegangen bin, muss ich jetzt auch alle Gegner nochmal neu bekämpfen. Ich meine, das gibt Erfahrungspunkte, ist natürlich alles schön und gut, aber, ist halt etwas unpraktisch. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten. Was da noch lang? So, jetzt lasst uns das. Lasst es da bitte rausgehen. Ja, nee, das kenne ich nicht. Scheiße. Toll. Und die machen richtig Schaden, die Drecksbiester hier. So, jetzt hoffen wir mal, dass die LED und der Grub die da unten fertig kriegen. Okay, so, der ist schon mal tot. Jetzt die Maya auf eine von diesen elendigen Fliegen. So, okay. Die macht so viel Schaden, da könnten zwei erreichen. Das wäre natürlich ganz angenehm.
Sudele. Okay, Jo. Immer feste drauf, Leute. Weil es macht ja so viel Spaß. So, und die nochmal da. Ah, toll. Das reicht auch noch nicht mal. Das ist ja höchst ungeil. Gut, das sind zumindest mal die Großen weg. Und da bleibt dann nur noch das Kleingetier übrig. Und das wird jetzt auch gleich den Weg alles Irdischen gehen. Zumindest mal will ich, dass es den Weg des alles Irdischen geht. Ja, toll. Mhm. So, einmal, zweimal und weg. So, jetzt gucken wir mal. Hier müsste doch irgendwo dann rausgehen. Oder wir müssen tatsächlich hier dann einen weiter oben lang, weil hier so weit unten waren wir nicht. Das weiß ich noch. So, ich nehme mal den Weg hier lang. Da ist der nächste. So, wieder drei Hunde. Eieieiei. So, dann holen wir uns erstmal den da oben. Die Lett hat doch erst eine Wurzel bekommen. Wieso hatten die schon wieder so wenig Energie? Oh mein Gott. Hm. Naja, wir werden das jetzt schon irgendwie hinkriegen. Und die Maya macht dann so ab und an mal so einen One-Hit. Das ist auch ganz angenehm zu wissen. 186 halten sie also schon mal nicht aus. Okay. Geht's noch? So, wenn jetzt die anderen auch alle so viel Schaden machen, ist das Moose. Ich riskiere es einfach mal mit einem... Ja, das hat geklappt. Oh, jetzt gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Das sieht gut aus. Okay. Jetzt schleichen wir uns hintenrum an dem vorbei. Ganz leise. So, und da, hier unten lang. Und da ist es zu spät. Ha. Toll. Okay, zwei Rhinos. Ich werde jetzt mal ein bisschen mehr auf die mittleren Angriffe gehen, weil das andere dauert alles zu lang. Schlicht und ergreifend. So, und für den hier warten wir jetzt mal noch, bis die Maya soweit... Wow. Der macht jetzt mal Schaden, und zwar nicht zu knapp. Junge, Junge. Und da kam jetzt gerade der Tiger... Oh, zwei Wurzeln bekommen. Jo. Okay. Aber wenigstens haben wir jetzt mal den Wink mit dem Zaunfall bekommen, was wir hier überhaupt machen müssen. So, okay, jetzt kommen wieder die hier. Weil die ja so viel Spaß machen. Jo, 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 jo. So, also wie gesagt, das Kabel werde ich jetzt heute auf jeden Fall mal noch irgendwann fertig machen. Ich werde vielleicht zwischendrin nochmal eine ganz, ganz kurze Aufnahmepause machen. Mir nochmal ein bisschen was zu trinken holen, nochmal kurz durchspielen. Und dann, ja, damit ich in Ruhe weiter moderieren kann, weil so, ich merke es schon bei mir, der Mund wird ein bisschen trocken so mit der Zeit, aber, upsie. Aber das kriegen wir alles soweit hin. Also, ich brauche jetzt eh gleich nochmal einen neuen Tee. Hm, toll. Nochmal. Sehr gut. So, jetzt bleibt nur noch unser Freund da oben.
Und der kriegt jetzt ordentlich ein... Das heilt er sich das Ganze wieder. Sag mal, da macht man sich die Arbeit und die wissen das alle nicht zu schätzen. Alles Kunstbanausen hier. Weißt du, da macht man sich dann die Arbeit, dem auch wirklich mal schön einen zwischen die Kauleiste zu verpassen und der heilt sich dann einfach so wieder. Ist doch eine Sauerei. Findet ihr nicht auch? So. Wenigstens kommen wir halbwegs mit unseren Wurzeln zu Rande. Okay. Das sind nur... Ah, okay, an die Party erinnere ich mich auch. Hey, Party, Party, Party! Der Grub hätte eigentlich auch eine Wurzel nötig, aber da können wir jetzt im Moment gerade nichts machen. So, halt, die sind da... Geht doch. Ich hatte vorhin noch gedacht, ich sollte vielleicht die Party ein bisschen wechseln. Ich weiß es nicht, ob ich da jetzt den, den Lobo mit in die Party genommen hätte. Aber das tut ja jetzt soweit nichts zur Sache. Weil, unabhängig davon, ob ich den jetzt mit reingenommen hätte oder nicht, ja, ist halt nicht so gewesen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Es wird wahrscheinlich eine komplette Folge nur hin- und zurücklaufen sein. Und das ärgert dann doch schon so ein klein bisschen. Aber ich bin jetzt schon überlegt, ich denke, ich werde wahrscheinlich die Lad durch den Lobo ersetzen. Aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil... der Grub dann den Lobo immer wieder reparieren kann. Und halt auch dann der mit diesen, ah, schön, wir sind schon wieder... Nein! Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ach, schön, wir sind schon wieder hier am Ausgang, aber... das ist der falsche Ausgang. Das war nicht der Weg, der ihnen bestimmt war. Und so gingen sie weiter durch den grünen großen Wald, umrundeten einen See und nahmen sich der Vegetation an, immer in der panischen Angst, doch noch von irgendwelchen wilden Tieren oder bösen Feinden überrascht zu werden. Ein Kampf stand ihnen bevor. Einer der Wölfe heulte und der Zusammenhalt der Mannschaft wuchs und wuchs. Die Gefährten hatten Angst, hier in dieser Welt zu verrecken. Die Wölfe griffen an und setzten unseren Gefährten böse zu. Grub ergriff seinen Stock und schwang ihn, um den ersten zu erwischen. Aber der überstand den Angriff. Ja, es geht weiter und weiter und weiter. Und wir schauen jetzt mal, ob wir die hier irgendwie noch tot kriegen. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und unsere Energie geht zur Neige. Ach, wie ist das so herrlich. Zumindest mal die vom Grub geht zur Neige. Und ich habe eigentlich nicht so viel Bock, hier nochmal neu auffüllen zu müssen heute. Ich glaube, aber ich werde nicht drum rumkommen. Scheiße ist das. Aber wir werden ja nicht mit sehr viel weniger hier rauskommen, als wir eigentlich reingegangen sind. Das ist wieder gut. Und, ja, wenn ich mich recht erinnere, kommen, glaube ich, noch zwei Kämpfe oder sowas, bevor wir hier dann endgültig fertig sind. Und dem Schiff werden wir ja wieder geheilt, insofern, sag mal, bist ein böses Hundi.
So. Jetzt müssen wir auf der Seite am See vorbei. Ja, genau, da erinnere ich mich dran. So, okay. Und dann müssten wir hier irgendwie... Ne, das war der nächste, den wir runter müssten. Und da hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne... Ich bin jetzt noch in der Hoffnung, dass wir jetzt hier vorbeigeschlichen... Yes! Maya, geht... Jetzt schaff deinen Hintern da durch. Oh. Da klickt man irgendwo hin und die wollen da gar nicht lang gehen. Ist das toll. So. Ach, toll. Gut. Drei Hundis. Aber die, das sind die... Die Hundis, die ganz, ganz, ganz schnell zu besiegen sind. Also hier in dem Bereich von dem Wald, da kann uns eigentlich nichts passieren. Es ärgert es natürlich so ein bisschen, dass wir dann doch nochmal geheilt haben. Aber auf der anderen Seite... So, jetzt müsste es doch... Ja, da ist unser Kumpel. Der uns dann auch das letzte Mal noch irgendwie erwischt hatte. Aber das kriegt man auch noch alles so weit hin. Zack, und weg ist er. So, und dann nehmen wir jetzt nochmal kurz den Ausgang. So, vorm Party. So, den Grub lassen wir einfach so in der Party drin. Das heißt, wir machen das anders. Und zwar de-equippen wir jetzt erstmal die LED. Die Hydrauliks durch die Speed Springs einfach mal. Und ich glaube, den Lobo, der braucht eh was anderes. So. Okay, der kann Granate, kann Napalm noch drin haben. Was haben wir hier? Da haben wir die Reverie Heavy Springs. Dann nehmen wir die Hydraulik. Und Robo-Cover. Ich glaube, wir sollten noch mal gucken, ob wir für den noch eine bessere Rüstung kriegen. Weil, das könnte sonst böse ausgehen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir rüstungstechnisch, was den Lobo angeht, ein bisschen unterpowered sind. Also ich meine, wir hätten jetzt natürlich auch die LED in der Party lassen können. Statt dem Grub, aber der Grub hat einfach diesen besseren Repair-Skill. Can I interest you in anything? Gucken wir mal, was er so anzubieten hat. Hm. Nichts, was auch nur annähernd interessant wäre. Uncool. Ich würde jetzt fast sagen, wir gehen noch mal kurz shoppen. Und zwar, jetzt lass mich mal überlegen, wo wir da relativ gut hin könnten. Vielleicht im, auf Shell 2 in Oasis bei Junkmail. Gucken wir doch mal kurz rein. Weil, könnte sein, dass es hier, sag mal an, was Neues gibt. Hello, take your time. So, Robo, zeig mal hier, so. Heavy Robo, Robo West, Robo Cover, ja. Thin Robo geht auf, also momentan hat er, wie viel, 74. Da ging er auch auf 26, auf 58. Ich glaube, ich nehme eine Heavy Robo für den mit. Armored Hydraulics, das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. So. Ja, die nehmen wir auch noch mit. War doch ganz gut, dass wir noch hier waren. So.
Und jetzt ist der zumindest mal auch halbwegs ausgestattet, was das angeht. Das haut auch hin. Ich glaube aber, wir gehen noch mal, wenn wir schon hier sind, noch mal ganz, ganz geschwind oben bei dem Waffenladen vorbei. Das ist ja direkt da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier noch ewig irgendwo fliegen müssten in dem Fall. Hello there. Would you care to buy anything? Ja, schauen wir doch mal. Das Stockpalm. Okay, das haben wir. Grenade haben wir. Napalm haben wir, Shrapnel haben wir, Taser haben wir, Venom hat der Dings, hat der Arim equipped. Okay, also Napalm einmal für den Lobo und Granate einmal für den Lobo. Homing, okay. Passt. Das nehmen wir auch mal noch mit. So, und da nochmal equippen. Wo ist das? Ich sehe gerade nicht, wo der da. Ah, okay. Also Napalm sieht man, wo das ist. Wo ist der? Ich sehe gerade nicht, wo der Granatenwerfer hingeht, aber er macht ja nichts. Interessiert mich halt auch immer, wie das dann hier gelöst ist. Ich finde das ganz lustig, dass man wirklich auch sieht, wenn man da irgendwas dran an Equipment dran packt. So. Gut. Dann auf nach draußen. Und wieder zu Shell 3. Und auf in den nördlichen Wald. So. Jetzt speichern wir gerade noch mal. So. Wunderbar. Okay, ich mache an dieser Stelle jetzt eine ganz, ganz kurze Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Tschüssi.